Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Witcher 3. Es geht gleich direkt los mit einem Kampf gegen ein paar Hexenjäger. Boots, bam! Ich will die looten. Ich weiß nicht, wie ich. Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Ich behalte dich in Erinnerung. Immer mit einem Lächeln. Frau Marigold! Ich komme. Pass auf dich auf. Ich kann sie nicht bitten, hier zu bleiben, ey. Sie muss sich um die anderen Leute kümmern. Du bist ein Arsch. Was? Ein Arsch, ein Ochse, ein Dummkopf. Du hast nicht mal versucht, sie aufzuhalten. Ja. Ich hatte meine Gründe. Aber genau. Natürlich. Du bist ein Arsch, ein Ochse, ein Dummkopf. Aber selbst ein Arsch kann der Welt einen Gefallen tun, wenn ihm ein Klügerer sagt, wie es geht. Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Art, Art Carey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Raduvid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvid umzubringen. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Ob das funktioniert? Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Sinnvoll wär's wahrscheinlich schon. Okay, bin ein Schiff des Skellige. Es gibt so vieles, was ich jetzt tun kann. Forward. Nee. Oh, war Handwerk. Holz. Ja, wir können jetzt ganz schön viel herstellen.
sah so aus. Naja. So. Haben wir irgendwas Besseres? Nee, aber Sachen, die wir verkaufen können, das ist auch schon. Genug Verzehrbares. Hier können wir ein paar Bücher gleich loswerden. Ein paar unnötige Sachen verkaufen. Handwerk. Ach. Wir haben echt ein paar neue Sachen. Und echt viel von einigen Sachen mittlerweile. So, hier auch. Können. Quests. Ja, Freiwilliger. Bau dich in der Umgebung um. Auge um Auge, was hat man noch hier auf der Karte? Ja. Was hat man denn? Dauer, Ehre und Lieben? Novika. Wie in Novika? Ja. Guck mal, können wir uns schon mal eine Belohnung abholen. Dann machen wir das doch schon mal. Gucken, dass wir diese Nebenquests mal fertig kriegen und auch die Jägerquests und sowas. Diese Jugend heutzutage, alle weichen der Birne. Wenn er meint. Alter, durchs Haus ist ein Weg. Ja, ein paar Banditen erledigt. Weil irgendwie muss ich, glaube ich, hier außenrum und wie zum Teufel komme ich da ins Gebäude rein? Er sagt mir zwar, ich muss darum, aber darum habe ich den Weg gesehen. Hast den Lord Mojini ein schönes Chaos. Pass auf, Penner. Wir sagen es jetzt zum letzten Mal. Verschwinden. Gnade. Wir haben zwei Kinder. Wie soll ich... Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du drei reine Seelen als Bürden. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Ich diene dem ewigen Feuer. Okay. Begrab mich mit einem verspielenden Humpen in der Leibbrich des ewigen Feuers. Na dann. Was willst du? Oh, Scheiße. Okay, jetzt folge ich doch nochmal dem Navi. Muss da irgendwie Hilfe. Reinkommen. Rette mich. Ich sterbe. Warum so eilig, mein Prinz? Aber ist da abgeschlossen. Suchst du was? Mein Gott. Oh.
Ja. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Super. Den Jäger der Hexen. So. Best mal. Okay. Immer noch mit zwei Stückchen noch wie grad. Zu tun. Mach mal was mit die Jägerdinger. Das Verlangen. Lass mich am Leben. Komm ich auch noch mal irgendwie über den Marktplatz? Wo ist der überhaupt? Links von mir. Gehen wir da doch erstmal zuerst und verkaufen die Bücher und die Schwerter und den ganzen anderen Chisel, den man nicht braucht. Gib uns einen Koffer. Cyprian Willi ist verschwunden. Haben Sie ihn noch mehr Treibgut aus Temerien? Du hättest lieber nicht in die Stadt kommen sollen. In den Bäumen bist du besser aufgehoben. Ja, wo ist denn? Gebummelt wird nicht. Rüstungstyp. Sieh an, der weiße Wolf persönlich. In Alter, der hat keine Arme. Hütte. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Okay. Komisch, dass der Rüstungstyp nicht da ist. Da bist du ja wieder. Zeig mir. So. Immer ein paar Sachen verkauft. Wiedersehen. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Hab ich doch nicht, oder? Und wie lief's mit diesem Heiler? Diese Jugend heutzutage. Hab mich um meine eigenen Sachen. Du bist Chase. Gib dich bei Tag, das noch. Meditation. Machen wir mal 10 Uhr. Sollte ja Tag genug sein. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat.
Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Bonus von 47. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Immer dein Bonus. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Was für eine Missgeburt. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Sie paaren sich mit Kobolden und schlürfen Säuglingsblut. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Muss doch erst da hoch. Okay. Zack. Eine Frechheit. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Also weiter, dann landest du im finsteren Loch, bevor die andere Hälfte vorbei ist. Aber ich bin ein Gesetzestreuer. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ich weiß nicht, ob ich hier draußen schon wieder Sachen klauen kann. Sperrangel weit offen. Interessant. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Kurzer Brief. Gerne, bitte. Warum hältst du nicht in Erinnerung? Ein Doppler. Das erklärt vieles. Und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Ja, ja, eine gute Spur. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Oh, da könnt ihr lesen. Nee, pausiert. Lavendel, starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Weißt du, was mich an Novigrad am meisten stört? Ich hatte auch einen Leib Brot, aber ich habe... Seltener Anblick. So ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße.
Warte! Du könntest dich nützlich machen. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Oh, ich kann ihn verschonen gegen einen Gefallen. Du musst Novi gerade verlassen, keine Ausreden. Weil er besteht, Leute. Du hast etwas erfahren, aber nicht alles. Ich verschone alle Monster, die nicht gefährlich sind. Leider hast du mich angegriffen. Einfach so. Also gilt das nicht für dich. Bäm! Doppler. So. Schnell. 5% Bonusgold. 5% Bonusgold. Okay. Dann lassen wir den Doppler dran hängen. Macht ja keinen Unterschied. So. Quests. Richtiger Dieb. Ah. Marktplatz zurückkehren. Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Aus dem Weg. Das ist ja relativ nah sogar der Typ. Das ist ja der kleinere Marktplatz. Vielleicht muss ich aber gleich trotzdem mal zum Größeren gehen, um die ganzen Sachen zu kaufen, die wir haben. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Euer Kobold, der hat sich als Doppler erwiesen, hat ständig die Gestalt gewechselt, bis ich ihm den Kopf abgehauen habe. Ein Doppler? Diese Plage werden wir wohl überhaupt nicht los. Verbrennen wir einen, kommt der nächste. Verfluchte Pest. Vielleicht machen sie jetzt wenigstens einen Bogen um den Markt. Danke, Meister Hexer. In meinem Namen und dem der Gilde. Gerne doch. So, ein Doppler-Effekt. Im ganzen Novigrad. Nicht Rängel. Ist sehr gut. Ich bin nur was noch. Zeig doch. Aha. Zeit auf das Schwert und sowas gut. Jetzt hat er 0. Bis dann. Aber wir haben endlich mal langsam Geld. Die Generation. Okay, Quests. Aufträge, wir haben ja hier noch einen Novigrad. Folgen wir den mal. Sprich mit der Taral. Tödliche Bonnen. Zack. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet.
zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Alles klar. Lass dich vom Arzt informieren. Das werden wir in der nächsten Folge tun, denn die hier ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.